möchte im Folgenden ein konkretes Beispiel geben für die Notwendigkeit der Interaktion zwischen einem erfolgreichen psychotherapeutischen Vorgehen oder Coaching-Vorgehen und einer soliden Fundierung durch neurowissenschaftliche Kenntnisse anhand der sogenannten EMDR. Viele Interventionen in Coaching und in der Psychotherapie setzen an der Linderung negativer Befindlichkeit an, etwa in Form von chronischem Stress, Angst und depressiver Stimmung. Und im Vordergrund steht dabei das therapeutische Gespräch. Das finden wir in der psychoanalytischen und psychodynamischen Verfahren, kognitive Verhaltenstherapie, der Gesprächstherapie und der systemischen Therapie. Diese Richtungen verwenden seit einiger Zeit ganz offiziell und anerkanntermaßen das Verfahren des Eye Movement Desensitization and Reprocessing, des EMDR. Das inzwischen auch vom wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie als Wissenschaft fundiert und kassenabrechnungsfähig anerkannt wurde. Dies geht zurück auf die amerikanische Psychologin Francine Shapiro, die, so wurde von ihr berichtet, auf ein Erlebnis zurückgeht, als sie unter einer Krebserkrankung litt und durch das Wandern durch einen Park entdeckte, dass ein abwechselndes Hell und Dunkel durch die Bäume und entsprechende Augenbewegungen, dass dieses Erlebnis eine deutliche Linderung ihrer depressiven Zustände bewirkte. Von ihrer Ausbildung her war sie Literaturwissenschaftlerin mit einer Zusatzausbildung in klinischer Psychologie. Sie hat das nun gleich niedergeschrieben, Kollegen erzählt und daraus ist dann dieses EMDR-Verfahren geworden mit der Idee, dass Augenbewegungen, die nun damals durch die Bäume an der Vorbeigehen an den Bäumen induziert wurde, aber jetzt durch Fingerbewegung im Gesichtsfeld ersetzt wurde, dass das eine stark lindernde Wirkung hat. So jedenfalls die offizielle Theorie. Ich habe aus Insiderkreisen gerade eben erst gehört, dass an der Geschichte nahezu nichts richtig ist, nämlich in Wirklichkeit, so wird behauptet, handelt es sich um Ideen, die aus dem NLP stammen, aus der neurolinguistischen Programmierung, die ja schon immer sagen, Augenbewegungen haben eine wichtige Funktion für die Psyche. Und Frau Shapiro hat das übernommen, hat aber darüber nichts gesagt und dann ist eben eine solche Geschichte entstanden. So eine EMDR-Sitzung läuft ab, indem man als Therapeut oder als Coach sich die Leidensgeschichte des Patienten anhört und sich aber auch positive Erfahrungen als mögliche Ressourcen anhört. Also fragt, was ist Ihnen denn an positiven Dingen im Leben passiert oder woran können Sie sich gut erinnern? Dann muss man die stark belastende Erfahrung raten, wie man sagt, zwischen 0 und 10 und die positiven Vorstellungen, die können Erinnerungen sein, aber auch richtige Vorstellungen und Wünsche zwischen 0 und 7 raten. Warum das unterschiedlich ist, weiß ich nicht. Dann setzt sich der Patient, der Klient, gedanklich und gefühlsmäßig in das Leiden zurück, das er als stark belastend angegeben hat und erfolgt dann bei ruhig gehaltenem Kopf den Fingerbewegungen seinem Gesichtsfeld, Fingerbewegungen des Therapeuten mit den entsprechenden Augenbewegungen. Und nach einiger Zeit wartet der Patient, der Klient darauf, dass positive Stimmungen in ihm aufkommen, die sich dann konsolidieren. Das wird vielleicht ein paar Mal gemacht, damit die positiven Erinnerungszustände sich konsolidieren können. Man kann dann auch die körperlichen Zustände ermitteln, ob der Patient, die Patientin ruhiger, gelassener ist und meist wird sie sagen, ich fühle mich jetzt gelassener. Was ist die gängige Deutung dieses Verfahrens? In der klassischen Weise, also durch Shapiro und Adepten, heißt es, durch die bilaterale Bewegung im Gesichtsfeld wird abwechselnd die linke und die rechte Hirnhälfte stimuliert.
Und diese abwechselnde Stimulation der linken und rechten Gehirnhälfte wirkt sich positiv auf die psychische Befindlichkeit aus. Das geht auch mit akustischen Reizen. Man kann also linken Ohr abwechselnd am rechten Ohr ein Signal hören. Auch diese abwechselnde Reizung soll dazu führen, dass die linke oder rechte Hirnhälfte alternierend erregt werden. Und das hat einen positiven Erfolg, insbesondere innerhalb der Traumaerfahrung und bei der Traumatherapie. Das ist ganz wichtig. Also ein Verfahren, das insbesondere in der Traumatherapie angewandt wird. Wenn man nun EMDR kritisch betrachtet, insbesondere aus Sicht der Neurowissenschaften, aber auch aus Sicht der empirischen Validierung, so zeigt die Literatur, auch zeigen die Auskünfte aller Kolleginnen und Kollegen, die EMDR anwenden, dass EMDR durchaus eine günstige Wirkung haben kann. Und zwar relativ schnell, allerdings nur, und wen überrascht das, im Rahmen des Drittelgesetzes. Nun ist es so, diese Bewegungen der Finger im Gesichtsbereich können gar nicht zu einer abwechselnden Reizung der linken und rechten Hirnhälfte führen. Nämlich, wenn man das in diesem Bereich macht, in dem es gemacht wird, ich habe mir das genau angeguckt, stimuliert man immer gleichzeitig beide Hirnhälften, nämlich einem weiten binokularen Bereich geht beides parallel in die linke und rechte Hirnhälfte. Das ist also völlig unzutreffend. Man müsste hier etwas machen und ganz links außen etwas anderes, dann würde es über Kreuz in die linke und rechte Sehrinde gehen. Auch bei auditorisch abwechselnder Stimulation geht es nicht so einfach, nämlich wie jeder Neurologe weiß, sendet das rechte Ohr und das linke Ohr jeweils nur zum Teil überkreuzend etwas in die andere Großhirnhälfte. Es gibt auch deutliche Bahnen, die auf derselben Seite verbleiben. Das heißt, wenn ich rechts etwas stimuliere, geht es zum größten Teil zwar links, aber auch zum beträchtlichen Teil nach rechts in die Großhirnhälfte und umgekehrt. Auch hier funktioniert das mit der abwechselnden Stimulation der rechten und linken Hirnhälfte überhaupt nicht. Außerdem ist die Frage, was das bewirken soll. Kein Neurobiologe auf der Welt kann mir erklären, welche Bedeutung es hat für das Lindern von psychischen Störungen, wenn die rechte und linke Hirnhälfte abwechselnd gereizt werden. Wenn sie das überhaupt täten, wir haben auch gehört, das ist gar nicht der Fall. Nun haben einige Therapeuten zudem festgestellt, man braucht gar nicht die Fingerbewegungen. Man kann das akustisch machen. Man kann es aber auch durch das Berühren der rechten und des rechten und linken Knies machen. Man kann auch von vorne nach hinten pendeln. Man kann sich das Pendeln vorstellen. Und überhaupt muss man, so ist herausgekommen in letzter Zeit, überhaupt nichts pendeln lassen. Sondern man kann auf ganz andere Weise, zum Beispiel mit hypnotherapeutischen Maßnahmen, dasselbe Ziel erreichen. Man muss sich fragen, worauf kommt es denn eigentlich an? Es kommt darauf an, dass ich einem negativen Erleben im aktuellen Bewusstsein ein positives Erlebnis gegenüberstelle, es kontrastiere. Dass ich also negative Inhalte aus meinem Gedächtnis hervorhole, sie dann mit positiven Inhalten kontrastiere, sodass dann nachher die positiven Erlebniszustände die negativen infiltrieren oder überschreiben und das Ganze wieder dann ins Vorbewusste absenkt. Das ist das Eigentliche, worauf es ankommt. Das muss ich aber kurz erklären. Ein Hauptfaktor ist, dass wir Inhalte, die in unserem Gedächtnis sind, nicht direkt verändern können, umschreiben können. Die sind da und sie sind relativ fest und ändern sich noch sehr langsam, ohne dass wir was dafür können. Wir können sie nur, wenn überhaupt, verändern, wenn sie erinnert werden, wenn sie aus dem Langzeitgedächtnis in das Aktualbewusstsein hineingeholt werden. Dann entfalten sie sich, sie werden plastisch und dann werden sie zugänglich für Beeinflussungen, welcher Art auch immer. Das heißt, das müssen wir erreichen, dass wir einen Bewusstseinszustand der Fokussierung auf diese Erlebniszustände, auf die negativen wie auch die positiven kriegen. Das aber können wir nur erreichen,
indem wir einen Zustand fokussierter Aufmerksamkeit, entspannter Aufmerksamkeit erreichen. Das können wir mit dem Pendeln machen, das können wir mit binauraler Stimulation machen, mit Knee-Tapping, das können wir mit vorgestellten Pendeln machen, das können wir mit autogenem Training machen, das können wir mit all den Methoden machen, die auch die systemische Therapie und die Hypnotherapie anwenden, zum Beispiel indem wir meditative Zustände erreichen, indem wir tief atmen, im Eriksonschen Sinne eine entspannte, tranceartigen Zustand erreichen, all das ist wunderbar. Den Zustand müssen wir erreichen, nämlich dann erst können wir zulassen, dass diese Inhalte aus unserem Langzeitgedächtnis in mein Aktualbewusstsein einströmen. Und da müssen sie hin, sonst können sie nicht plastisch werden. Und jetzt bieten wir für kurze Zeit die Erinnerung an das Leiden an und nach etwa 60 Sekunden, so meine Praxis, kontrastieren wir abrupt diese Leidenserfahrung mit den positiven Bildern, Erlebnissen und Vorstellungen. Für etwa dieselbe Zeit. Und dann wird das Ganze abgeschlossen und wird nun in dieser Mischung mit einer hoffentlichen Infiltration der positiven Inhalte in die negativen wieder in das Langzeitgedächtnis abgesenkt. Und wenn wir das immer wieder machen, indem wir einen Zustand der entspannten Achtsamkeit kurz hervorrufen, dann diese Übungen der Kontrastierung machen, dann sinkt das wieder ab, das dann nochmal machen, an mehreren Tagen immer wieder machen, dann gewinnt das Positive immer mehr an Macht, weil wir das zum Beispiel immer länger dominant halten. Und irgendwann ist durch Automatisierung der Zustand erreicht, dass ich bei einer Erinnerung an das Negative sofort umschalte auf die positiven Inhalte. Alles andere ist neurobiologisch erstmal nicht wirksam. Und wir können auch erklären, warum eine Vielzahl der Methoden, ob nun die Fingerbewegungen, das Knee-Tapping oder die vorgestellten Pendelbewegungen, ob wir die nehmen, all das dient nur der Herstellung der Achtsamkeit, des entspannten Fokussierens. Und dann hat eben die Prozedur der Kontrastierung ihre Wirkung. Das zeigt, dass wir aufgrund der Kenntnis der Neurowissenschaften das, was Beiwerk ist, was beliebig gemacht werden kann, und das ist ja die therapeutische Praxis, wie mir viele Kolleginnen und Kollegen erzählen, dass das etwas ganz anderes ist als der eigentliche Wirksamkeitsprozess, nämlich das Umschreiben oder, wie ich gerne sage, des Entgiftens der negativen Erlebnisse. Und wir kennen das ja auch, ohne dass wir zum Psychotherapeuten gehen, wenn man sich erinnert, ach, da war vor vielen Jahren etwas ganz Unangenehmes, eine Trennung oder ein Zustand der Beschämung erlebt habe. Und dann sagt man, ich kann jetzt darüber nachdenken, ich kann darüber reden, aber es tut nicht mehr so weh. Und jetzt erinnern wir uns an das, was ich über den Hippocampus erzählt habe. Der Hippocampus fügt vor der Einspeicherung in das Langzeitgedächtnis die sachlichen Inhalte mit der emotionalen Begleitmusik zusammen. Und das wird im Langzeitgedächtnis verankert. Es kann aber, da es zusammengefügt wurde, auch wieder getrennt werden oder unabhängig voneinander verstärkt und abgeschwächt werden. Und das ist genau das, was man tun kann und tun muss, oder eine der Möglichkeiten. Ich kann das Positive verstärken, indem ich es erinnere, und das Negative abschwächen, indem ich es immer kürzer mache oder auch einfach durch Gewöhnung. Und schließlich sage ich, ja, ich weiß noch genau, was mir damals passiert ist, aber es tut mir jetzt nicht mehr so weh. Das ist das, was wir in einer großen Untersuchung an depressiven Patienten über 2 Jahre lang mit neurowissenschaftlichen Methoden, mit funktioneller Bildgebung gesehen haben. Die depressiven Patienten hatten immer noch ihre Depressionen nach 2 Jahren. Sie kriegten eine intensive psychodynamische Therapie und wir haben dann im Gehirn immer geguckt, was verändert sich da. Und sie sagten nachher, ja, wir haben noch die Depressionen, aber wir können damit jetzt wesentlich besser umgehen. Sie wurden entgiftet.
giftet. Und das war für mich vor etwa 12 Jahren der stärkste Beweis dafür, dass das stimmt, was man da annimmt und was ich gerade vorgestellt habe.